Herr Dr. Krompholz, Herr Dr. Geis, die Wahlen zur Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung stehen vor der Tür. Herr Dr. Geis, der Bayerische Hausärzteverband, tritt wieder mit einer eigenen Liste an. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, dass wir Hausärzte gemeinsam in einer starken Fraktion innerhalb der KV unsere Politik vertreten, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben und durchgesetzt haben. Die wollen wir auch in Zukunft weiterführen. Wir wollen zusammen mit den Fachärzten in einem guten Arbeitsklima eine konstruktive Politik für die Versorgung unserer Patienten leisten. Herr Dr. Krompholz, Sie sind seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Auf welche Leistungen sind Sie besonders stolz? Das Wichtigste hat der Kollege gerade angesprochen, dass wir eine gewisse Gemeinsamkeit wieder gefunden haben im ganzen Haus, um eine gemeinsame Politik auch umzusetzen, das heißt die ambulante Versorgung mit Fach- und Hausärzten gemeinsam zu schultern und weiterzuentwickeln. Das, meine ich, ist eine Basis für dann die anderen Probleme, die wir gelöst haben. Herr Dr. Geis, wenn Sie Ihr Wahlziel erreicht haben und stärkste Fraktion geworden sind, was wollen Sie dann alles durchsetzen? Wir wollen durchsetzen, dass wir erstens die nicht vollendeten Vorhaben von der letzten Legislaturperiode weiter vollenden. Dazu gehört der Bereitschaftsdienst-Organisationskomplex, dazu gehört der Prüfungs- und Regresskomplex und die Wirtschaftlichkeitsprüfung und die Arzneimittel- und Heilmittelprüfung werden wir sicherlich auch weiter vorantreiben. Herr Dr. Krompholz, Sie treten mit einem sehr großen, umfangreichen Wahlprogramm an zur KV-Wahl. Was steht noch in dem Wahlprogramm? Die einzelnen Programmpunkte hat der Kollege auch gerade jetzt genannt. Ich denke, das Wesentliche ist, dass wir den Bereitschaftsdienst beenden können, soweit beenden, dass wir einen Status haben, der dann für den einzelnen Arzt wieder lebbar wird, vor allem in den Gebieten des Landes in unserem Bayern. Das andere ist, Rahmenbedingungen zu verändern. Und da kann man sich viel vorstellen. Das hatten wir früher gar nicht so für möglich gehalten. Im Arzneimittelbereich kann es jeder jetzt erleben. 6 Quartale keine Prüfung, nicht für eine Praxis in Bayern. Das brauchen wir auch im Heilmittelbereich. Und auch die Honorare sind natürlich im Kollektivbereich wichtig für die Praxen mit weiterzuentwickeln. Auf 2 Beinen steht so eine Praxis, HZV und Kollektivabrechnung. Herr Dr. Geis, Sie sind Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes und haben durchgesetzt Hausarztverträge mit allen gesetzlichen Krankenkassen in Bayern. Warum sind diese Hausarztverträge auch wichtig für die Vertreterversammlung und für die Arbeit in der KV? Diese Hausarztverträge sind wichtig, zum einen, um damit darzustellen, dass der Hausarzt ins Zentrum der Versorgung der Patienten gehört, ja, dass der Hausarzt den Patienten steuert, leitet, den Patienten betreut. Und das wollen wir auch, was wir in den Hausarztverträgen schon vorgelebt haben, wollen wir auch in der KV später umgesetzt sehen. Herr Dr. Krompholz, zum Abschluss noch Ihr Wahlaufruf für den Herbst. Auf alle Fälle zum Wählen gehen, beziehungsweise zu wählen. Hausärzte natürlich entsprechend. Jede Stimme ist wichtig, wenn es uns weiterhin so gut gehen soll, wie es jetzt in den 5 Jahren, 5,5 Jahren entwickelt werden konnte.